Julius Peters liefert Maschinen und Anlagen für die Baustoffindustrie. Das Ziel ist, uns von einem guten Unternehmen des 20. Jahrhunderts in ein exzellentes, modernes der Zukunft zu entwickeln. Die digitale Transformation empfinden wir nicht als Projekt, sondern als innere Haltung. BIM 360 haben wir kennengelernt, letztes Jahr auf der Autodesk University. Wir haben einen Test gemacht. Nach 2 Wochen kamen meine Kollegen und sagten, nimm uns das nicht mehr weg. Die Art und Weise, die Größe, wie Autodesk etwas verbindet, scheint uns einzigartig. Wenn wir heute Projekte durchführen, ist es nicht mehr so, dass wir mit dem Maßband und dem Zollstock auf die Baustelle fahren, sondern wir führen einen 3D-Laserscan durch. Die Anlage, so gesehen, in einer Punktewolke vermessen wird und diese dann im BIM 360 hochgeladen wird. Und zeitgleich kann im Büro sofort jemand damit beginnen, die Planung in diesem Modell vorzunehmen. Mit BIM 360 ist es heute so, dass wir den Kunden dauerhaft in den Planungsprozess mit einbeziehen. Das heißt, der Kunde ist zu jeder Zeit über den Stand der Planung informiert und hat auch die Möglichkeit, in die Planung aktiv mit einzugreifen und den Planungsprozess mitzubestimmen. Autodesk setzt ganz stark auf die zukünftigen Arbeitsweisen, moderne Cloud-Kollaboration, Zusammenarbeit mit Lieferanten als auch Kunden in einer Plattform, was uns sehr wichtig ist. Was ein sehr großer Vorteil an BIM 360 ist, dass 3D auf einmal für jeden zugänglich ist. Es ist nicht mehr nur der Planer, der auf seinem Rechner ein 3D-Programm hat, sondern jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, dieses Programm zu benutzen. Das kann auf einem Tablet sein, selbst auf einem Smartphone ist es inzwischen möglich und dazu ist kein leistungsstarker PC mehr notwendig. BIM 360 bei uns in der Fertigung wird insofern eingesetzt, dass wir jedes Problem digital erfassen können. Das heißt, der Mann vor Ort erstellt ein Issue und kann das dann sofort dem Konstrukteur zuweisen. Und auch derjenige, der den Vorgang angestoßen hat, kann immer zurückblicken und sehen, was hat der Konstrukteur daraus gemacht und wie sieht die Verbesserung oder der Kommentar aus. Ein großer Vorteil ist die klare Datenlage. Alle Projektbeteiligten verfügen immer über einen eindeutigen Stand der Dokumente und den Revisionen. Also BIM 360 war sehr einfach umzusetzen und gleichzeitig wurde es von ganz vielen Kollegen als positiv aufgenommen, dass sie eben jederzeit aktiv mitmachen können, dass sie in der Lage sind, auch in 3D mitwirken zu können, dass sie in der Lage sind, von überall aus mitmachen zu können. Und diese Art und Weise, wie einfach, wie schnell das ging, das hat uns überzeugt, gar nicht mehr woanders hinzuschauen.